Also ich meine, wir hatten es ja auch nicht eilig oder so. Mann, wie geht denn das auf? Sehr, sehr lustig. Haha, vielen Dank. Hallo, Papa. Hallo, Wüstenkäfer. Na, wartest du schon lange? Nein, 10 Minuten vielleicht. Hallo, Maria. Ist doch wahr. Und, was macht die Arbeit? Ja, ja, gut, soweit. Also, es ist viel, so, aber kommt langsam Routine rein. Okay, es ist geil. Hallo. Hallo. Na, ihr? Oh, Paula! Boah, bist du verrückt geworden? Hallo, mein Schatz. Oh, ja. Ihr seid schon alle da, ja? Mhm. Hallo, Achim. Hallo, Charlotte. Na? Na? Ich habe Kartons mitgebracht. Sehr schön, ich auch. Hoffentlich kriegen wir alles weg morgen. War einiges da. Tja, mal sehen. Ich schließe auf. Ah, die habe ich vermisst. Die nehme ich mit. Wir nehmen alles mit, was ihr haben wollt. Für den Rest freuen sich die Käufer und ihre Rotzlöffel. Paula, hat das eigentlich geklappt mit der Anmeldung für die Prüfung? Was denn für eine Prüfung? Magisterprüfung. Weißt du noch, Papa, ich studiere Germanistik. Ah, stimmt, da war irgendwas. Nee, noch nicht, aber das mache ich schon noch. Ja. Das brauchst du gar nicht aufzustellen. Du schickst mich sowieso auf die Veranda. Mein Schnarchen ist wohl nicht weniger geworden. Das macht nichts. Ich habe Oropax dabei. Darf ich mal? Na, guck mal hier. Wie geht's ihr denn eigentlich? Meiner Mutter? Hm? Ganz gut. Aber den Betreuern geht's nicht so gut.
Grüß sie mal von mir, ja? Das mache ich, ja. Essen ist fertig. Maria, man kann deine Giraffe noch nicht sehen. Die ist im Chili-Matsch ertrunken. Oh, guck mal, da ist sie. Naja, das Cover ist ein bisschen heftig, aber habe ich keinen Einfluss drauf. Und ich kriege natürlich keins. Darf ich mal? Mhm. Ja. Ja. Blendend weiß legt sich das Licht ins leere Zimmer und lässt den Staub tanzen. Clara spürt die nackte Wand in ihrem Rücken und für einen kurzen Moment kommen die alten Bilder hinein. Aha. Ja, das dachte ich mir. Stell dir vor, mir macht Spaß. Und es ist immer noch besser und geistreicher, als auf Baustellen rumzutanzen. Ja, richtig, tanzen. Das ist die hauptsächliche Aufgabe eines Bauleiters, auf der Baustelle rumzutanzen, ja, während du seriöse Dinge machst. Genau. Du, wie geht's denn jetzt eigentlich aus? Sie heiraten in Holland und ohne Familie. Ach genau, und du, Maria? Ganz in Weiß? Ach ja, das haben wir ja vergessen. Wir trinken auf Maria und Markus. Hm? Auf den ersten Versuch. Ja, schlechte Scherze bereichert das Leben. Prost. Prost. Wer war denn das? Ja, das war Kerstin. Und? Ja, ich rufe später zurück. Hm? Okay, warum? Sie glaubt, dass ich alleine hier bin. Hm? Was, warum das denn? Ja, Entschuldigung. Ja, wirklich. Richard weiß auch nichts, er ist auf einer Weiterbildung. Na, das ist ja großartig. Was ist denn das jetzt hier? Ein konspiratives Treffen oder was? Muss man das jetzt plötzlich geheim halten, dass wir mal eine Familie waren? Nein, aber wenn es anders geht, dann kann man doch vermeiden, jemandem weh zu tun. Ach komm, was soll denn da weh tun? Wir räumen ja unser altes Haus leer. Wenn das jemandem weh tut, dann doch wohl uns und nicht denen. Ja, es könnte aber sein, dass irgendjemand sich unnötig Sorgen macht. Ja, mein Gott, dann machen die sich eben halt mal Sorgen. Das gehört nun mal dazu, zu dieser ganzen Patchwork-Scheiße. Paula, es reicht. Ja, klar. Wenn schon, dann richtig. Willst du nicht doch das Brautkleid von Oma umnähen lassen? Nein. Mama, ich sehe damit aus wie eine Gardine auf Beinen. Ah. Geht überhaupt nicht. Nein, nein, schlicht soll es sein. Ah. Schlicht und elegant. Los, Braut. Schwimm. Ein letztes Mal in Freiheit. Nee, Paula, es ist viel zu kalt. Ach komm, das ist gut für den Kreislauf. Mhm. Ach bitte, weil es schön ist. Na komm. Komm, Maria, wir nehmen dich in die Mitte. Machst du mit? Oh, nee, ich nicht. Na komm schon, lass auch die Unterhosen an. Wenn ich nicht wüsste, wie du aussiehst. Kinder, ihr seid doch verrückt. Oh. Nein. Oh, warte. Oh.
Mann. Eins, zwei, drei, vier und... Ich bin Erster. Das ist immer noch der Alte. Schläfst du schon? Ich kann nicht. Was ist denn? Hast du schlecht geträumt? Nee, ich hab da noch nicht mal geschlafen. Nimm mal deinen Arm. Hast du gepupst? Oh nee, es ist echt eklig. Lass die Decke unten. Oh, oh, oh. Oh bitte, echt, das ist eklig. Was ist denn das? Was ist das? Das riecht ja furchtbar. Das sind die Bohnen. Bei mir nicht, komischerweise. Ja, warte, mach mal. Morgen. Morgen. Na? Wo sind denn die Teller? Die sind schon eingepackt. Und Frühstück? Da, nimm dir was. Ich muss sowieso gleich weg. Ach so. Morgen, mein Schatz.
Und? Kaffee? Ja, bitte. Guck mal, die Sachen hier, die müssen wir noch aufteilen. Du? Ja, ich glaube, ich will gar nichts mitnehmen. Hier, die kannst du ja haben für deine Hochzeit. Oh ja, vielen Dank. Morgen allerseits. Habt ihr alles? Mhm. Tschüss. Mhm. Tschüss. Vorsichtig, ja? Mhm.